Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Operation Portal Recon. Ich bin Chaos Lady. Ich habe tatsächlich ein Upgrade bekommen, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendein Portal ausgewählt wird. Ich glaube, ich muss erst eins einreichen. Ja, genau. Da wird jetzt gerade keins angezeigt, das heißt, es ist verfügbar. Ich muss erst was einreichen, damit das zur Wirkung kommt. Das heißt, alle anderen Portale, die ich mal eingereicht habe, haben schon mindestens eine Bewertung und deswegen werden sie jetzt hier nicht aufgelistet. Naja, gut. Schauen wir uns kurz nochmal die Statistik an, die ist hier. Ich werde jetzt 10 Bewertungen machen. Das heißt, die Bewertungen, die ich hier anschaue, das können sowohl auch Pokestops in Pokémon Go werden, aber sie werden auf jeden Fall in Ingress und in Harry Potter erscheinen, wenn sie angenommen worden sind. Wenn ich etwas annehme, heißt es nicht automatisch, dass sie auch wirklich dann im Spiel kommen, weil es kann genauso gut sein, dass dann viele, viele andere Leute es abgelehnt haben, aber ich gesagt habe, ja, es ist gut. Und dementsprechend kann es dann auch sein, dass es abgelehnt wird. Genau, 10 Stück werde ich jetzt machen. Und ja, sollte dann eigentlich auch gleich losgehen. Moment. Startseite. Es ist ein spezielles Video, weil ich bin gerade in Brandenburg. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ganz andere Portalvorschläge jetzt hier bekommen. Zechenmauer. Mhm. Diese Mauer umgab die ehemalige Zeche und ist über 100 Jahre alt. Gut, ich weiß leider nicht, was die Zeche ist. Und jemand hat das Bild im Auto aufgenommen. Das ist eigentlich ein Ablehnungsgrund. Oder? Das sieht doch aus wie Scheibenwischer vom Auto. Ja. Ach Leute, steigt doch einfach mal aus. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, das ist ein Auto aufgenommen. Ja, das kann man leider sofort ablehnen. Das tut mir sehr leid, aber das steht auch hier nochmal. Bitte macht die Fotos nicht aus dem Auto raus. Gleich das nächste. Das Problem ist, warum ich das jetzt ablehnen muss quasi. Niantic überprüft die Bewertungen stichprobenartig und wenn sie sehen, dass ich zu viel falsch mache oder so, oder hier zum Beispiel vielleicht meine Statistik wieder ins Pur läuft hier, dann kann es natürlich auch sein, dass mir der Zugang gesperrt wird und das möchte ich natürlich nicht, also dementsprechend sollte ich mir auch Mühe geben, die Bewertungen richtig zu machen. Historische Uhr, okay. Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass solche Uhren schon oft angenommen worden sind, aber eigentlich kommt es schon drauf an. Also eine Geschichte steckt da meistens nicht so wirklich dahinter, außer dass sie jetzt vielleicht von einem ehemaligen Uhrmacher stammt. Genau, Uhrmacherwerkstatt. Und ich kann mal schauen, ich kann leider nicht besonders viel erkennen hier. Dabei ist, glaube ich, die Helligkeit vom Handy schon auf volle Leistung. Ich sitze gerade mitten in der Sonne, weil nur da fühle ich mich jetzt gerade ziemlich wohl. Ach, da ist die Uhr. Ja, okay. Und was ist da heute drin? Kann man nicht so ganz erkennen. Eine sehr schöne alte Uhr. Leider fand der Familienbetrieb nach 2 Generationen keine Nachfolger mehr. Die Uhr erinnert aber an den Uhrmacher und seine Werkstatt. Mhm. Ich würde das jetzt einfach mal mit 3 Sterne bewerten, weil sie ist schon ziemlich alt. Viele Uhren wurden halt leider schon in dieser Richtung angenommen worden. Sie ganz abzulehnen, finde ich jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Kann natürlich sein, man könnte es jetzt ablehnen, weil vielleicht hier gar kein Geschäft mehr drin ist. Also nicht wirklich so öffentlich, sondern eher vielleicht privat. Ich kann aber das nicht auf dem Bild leider jetzt gerade nicht erkennen, weil ich einfach das nicht so gut erkennen kann. Mir kommt irgendwie der Ort bekannt vor. Ich möchte mal gerade mal kurz gucken, wo ist denn das eigentlich in Deutschland? Okay. Das ist auf Rügen. Krass. Ja, sowas kriege ich normalerweise nicht rein. Auf Rügen, okay. Ja, Titel.
Ich gebe einfach überall 3 Sterne, weil ich mir da ziemlich unsicher bin. Den Standort, also ja, wenn der Standort stimmt, sollte man vielleicht etwas mehr bewerten. Oh, sehr schwer zu erkennen. Also ich sehe hier ein Haus. Der Stirnseite zur Straße. Ich kann aber das nebendran nicht erkennen. Nee, keine Chance. Ich bleib bei 3 Sterne. Der Stirnseite. Kann das sein, dass da ein Baum im Weg ist? Nee, ich glaube, es ist ganz gut, dass es 3 Sterne sind. Sicher erreichen auch 3 Sterne. Tut mir echt leid für denjenigen, der das eingereicht hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es abgelehnt wird. Also von daher war das ist meine Bewertung vielleicht sogar noch die beste. Historischer Trinkbrunnen, das ist eine Beschreibung, okay. In Hessheim. Erinnert an Karl Gustav zur Hess. Alter Trinkbrunnen. Die erste Beschreibung ist eigentlich ganz nett. Ich hoffe, die stimmt auch. Ja, weiter. In Ingress Prime kann man anscheinend solche Beschreibungen wohl nicht hinzufügen oder neue Bilder. Das geht momentan nur mit der alten App von Ingress, wo jetzt nicht jeder Zugriff hat. Aber ich denke, das wird sich irgendwann ändern. Die Infotafel ist immer ganz nett. Hier kann man einigermaßen die Umgebung sehen. Das hört sich gut an. Was da jetzt genau der Hintergrund ist oder was da auf dieser Tafel draufsteht, ist mir eigentlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es was ist, was interessant ist. Deswegen lese ich das jetzt auch nicht groß durch. Moment mal, 2 Brücken. Tatsächlich. Also 2 Brücken würde ich jetzt eher noch in meine Gegend sehen und nicht hier in Brandenburg. Das ist ganz schön weit weg eigentlich, aber okay. Deswegen, wir wissen auch selbst nicht, und sogar ein Street View, also deutlicher kann es ja wohl nicht sein, dass es dort ist. Das kann man aber auch hier eigentlich wunderbar erkennen, das ist kein Thema. Es gibt auf jeden Fall 5 Sterne auf alles. Ich gebe hier noch Informationen an. Absenden, nächstes. Das ist dann die Nummer 5. Wieder eine Bearbeitung. Diesmal der Standort. Ist nicht euer Ernst. Wow. Heftig, wie oft das jetzt hier markiert worden ist, wo es hin soll. Obwohl es ziemlich eindeutig ist, wenn es irgendwo hin müsste, wo es wirklich steht, dann ist es eigentlich hier. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nämlich heute da steht, wo dieser einzelne Standpunkt ist. Und das ist dann einfach hier mehr Richtung. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Also ich kann es nur dahin verschieben, wo ich es auch auf den Satellitenbildern erkennen kann. Hoffentlich stimmt das auch und hoffentlich hilft das euch weiter. Dann das nächste. Das ist auf jeden Fall was Schönes. Eine Art Denkmal oder Skulptur. Da muss ich mir jetzt groß nichts durchlesen. Das Umgebungsbild ist leider nicht ganz so gut geworden. Da wäre es schön gewesen, wenn auch ein bisschen mehr Umgebung zu sehen ist. Läuft also bitte gerne ein paar Meter weiter zurück, wenn ihr das Umgebungsbild macht. Ich versuche mal zu schauen. Es ist halt viel... Zum Beispiel hätte das jetzt erst vielleicht hier sogar sinnvoll gewesen, zu zeigen, welches nebendran steht. Dann wäre es eindeutig. Aber ich denke, das passt alles so, wie es ist. Hier wurde nicht irgendwie gefuscht oder so. Und ich finde es schön, wenn von jeder Skulptur dann auch das passende Portal oder Pokestop erscheint. Je nach S2-Zelle kann es aber sein, dass da kein Pokestop entsteht. Schaut vielleicht nochmal in das S2-Zellen-Video ein, wie reiche ich am effektivsten Pokestops ein, heißt es, glaube ich. So, ich sage Skulptur, weil es ist anscheinend Kunst, das stand auch in der Beschreibung oder im Grund der Einreichung. Wie viel sind es denn noch? 4? Es ist wieder irgendwas Französisches,
Es ist nur eine Beschreibung, kann nicht so schlimm sein. Weg damit. Nächstes. Schon. Ich hätte gerne jetzt gewusst, wo das jetzt in Frankreich gewesen ist. Okay. Ein sehr interessantes Steinrelief. Okay. Und wo ist das hier bitte zu sehen? Also ich sehe es nicht, aber ich sehe leider sehr wenig, weil ich einfach in der Sonne sitze. Na, da steht Pokestop, ist auch keine gute Idee. Das habe ich aber schon ein paar Mal erklärt. Wer das nicht weiß. Viele Ingwer-Spieler mögen Pokémon einfach nicht. Dementsprechend sollte man sowas wie Pokestop oder sowas nicht hier reinschreiben. Ja gut, ob es jetzt dort ist oder nicht, kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Das kann sonst wo fotografiert worden sein. Das Umgebungsbild hilft mir irgendwie nicht dabei. Schwierig. Selbst wenn ich das jetzt hier erkennen könnte, dass das Umgebungsbild von hier oben wirklich in dieser Straße ist, hätte ich Schwierigkeiten, das anzunehmen. Ich werde schwer. Keine Ahnung, 2 Sterne. Also, okay, nee, sagen wir es mal so. 3 Sterne für ich weiß nicht. Titel kann vielleicht ganz okay sein. Kulturell und historische Bedeutung. Theoretisch 5 Sterne, weil es ist Kunst, das ist schon wahr. Es ist nur ein bisschen arg klein, es könnte privat sein, deswegen ziehen wir mal 2 Sterne ab. Optisch einzigartig. Ja, kann man sagen. Standort 3 Sterne. Sicher erreichen 3 Sterne. Bin ich mir einfach absolut nicht sicher, ob das hundertprozentig passt. Und ja, ich höre sehr häufig, das hat man doch ganz deutlich gesehen. Ja, ich sehe es aber nicht und deswegen muss ich es halt leider so bewerten. Wenn ihr das besser könnt, levelt mal in Ingress Level 12 und dann könnt ihr es selber bewerten. Sogar eure eigenen Pokestops, wenn ihr Glück habt. So, ich sage jetzt einfach Skulptur dazu. Man könnte auch Wandbild sagen, das wäre auch okay. Damit sind wir jetzt fast am Schluss. Das ist ein Spielplatz, das ist eindeutig. Wo ist denn der? Der ist ja schon wieder in meiner Gegend, interessant. Schade, das Umgebungsfoto zeigt jetzt nicht so viel von der Umgebung. Ein bisschen mehr wäre schön gewesen. Hoffen wir mal, dass die Satellitenbilder so sind, dass man es erkennen kann. Ja, ich würde sagen, Satellitenbild ist eindeutig, ist okay. Also, dann hier 5 Sterne auf alles. Komplett. Dann noch Spielplatz. Und ab dafür. Und das letzte sollte das jetzt sein. Ist das richtig? Ja, das ist das letzte. Nebeneingang, Herz Jesu. Schöne Idee, aber ja, eindeutig ein Duplikat. Selbst wenn das hier nicht der Nebeneingang ist. Das, hä? Unterstützendes Foto. Ach so, sorry, Entschuldigung. Okay, so. Aber die Kirche hat schon ein Portal. Und von der Kirche jetzt den Eingang zu fotografieren und zu sagen, so, das ist jetzt ein neuer Pokestop oder ein neues Portal. Sorry, nein, das geht nicht. Das ist dann doch ein bisschen zu overdressed oder zu übertrieben.
wenn jetzt an der Kirche ein Kreuz ist, das mit der Kirche jetzt eigentlich nicht so hundertprozentig was zu tun hat. Klar, ein Kreuz hat natürlich schon was mit Religion zu tun und so, das meine ich nicht. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Das Kreuz ist vielleicht nach der Kirche irgendwann mal entstanden, ist aber nicht zeitgleich entstanden. Wenn ich von der Kirche ein Portal habe und der Eingang, dann ist das nicht zwei unterschiedliche Sachen. Das wollte ich damit sagen. So, dann gucken wir uns mal die Historie an. Oh, schade, das sieht nicht so schön aus. Das wäre schöner, wenn das ein bisschen höher wäre. Naja, hoffen wir mal, warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht muss Niantic tatsächlich sich wieder was Neues einfallen lassen, damit die Leute wieder mehr bewerten. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.